Freddy. Und was ich noch ansprechen wollte ist, was ich so sehen wollte in Zukunft, weil Kurski alleine auf meinem Kanal finde ich ein bisschen langweilig. Ihr könnt ihr Hallo Leute, willkommen zu einer Runde Kurski auf der Map Nordic Empire. Und zwar Leute, hätte ich ein kleines Thema am Start, kann man so sagen. Oder eher gesagt zwei Themen am Start. Und zwar das erste Thema wäre, dass ich jetzt Platz 4 Monthly bin. Und das kann ich mal kurz zeigen. So, ich bin jetzt Platz 4 Monthly mit einer ganz guten KD, finde ich. Also für meine Verhältnisse ist das eine ganz gute KD. Und was ich noch ansprechen wollte ist, was ich so sehen wollte in Zukunft, weil Kurski alleine auf meinem Kanal finde ich ein bisschen langweilig. Ihr könnt ihr mal eure Meinung reinschreiben, was ihr noch sehen wollt. Vielleicht werde ich das dann mal bringen. Mal schauen. So, den können wir auch noch holen. Er hat ein Holzschwert. Der dürfte uns nicht so viel Damage machen. Okay, den haben wir auch. Nice. So, da haben wir schon mal besten Stuff. Die Runde könnte was werden. Ich hatte jetzt auch schon ein paar Aufnahmeversuche irgendwie mit Shadowplay und so. Aber Shadowplay nimmt die Tonaufnahme irgendwie so AIDS auf, die ist wirklich, wirklich schlecht. Also die kann man wirklich nämlich mit Shadowplay aufnehmen und mit Audacity und so. Das mit dem Sinken, das mag ich nicht so. Und deshalb nehme ich jetzt einfach mit Action wieder auf und habe die Auflösung ein bisschen runterskaliert. Dürfte von der Qualität genau gleich sein, denke ich. Wenn nicht, dann könnt ihr es gerne reinschreiben. Das wäre auch nett von euch dann. Die holen wir dann lieber doch nicht. Dann stauben wir da lieber ab da. So, den können wir holen. So, den haben wir bekommen. Nice, den können wir auch noch holen. Aber da kommt schon der Cleaner, glaube ich, da hinten irgendwo. Oder auch nicht. Jawohl, den haben wir auch noch bekommen. Dann lebt noch ein Spieler, der Not Vyox. Der dürfte nicht so gut sein, aber den können wir sicher holen noch. Wir haben Stackpfeile an, so das dürfte ein easy win sein. So, da sind wir im Deathmatch. 1-on-1 gegen den, auch noch die gute Arena, wo wir schon bossen können. Also wenn wir kassieren, dann bossen mich einfach. Aber den dürfen wir so auch bekommen. So, jetzt können wir den Bogen rausholen. So Leute, den haben wir bekommen. Eine 6 Kills Runde, eine ganz spannende Runde, finde ich. Und Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine Pusterung da lassen. Und dann würde ich sagen, ciao Leute, bis zum nächsten Mal.